Als ich ihn zum ersten Mal traf, 89, im Herbst, war die Situation ja ganz anders. Er wollte ursprünglich, das dauerte ja ein ganzes Jahr vom ersten Brief bis zur Zusage, er wollte überhaupt nicht. Dann, das habe ich auch mal beschrieben, dann hat er einem Spaziergang zugestimmt, dann habe ich dann ihm erklärt, dass ich also ohne Tonband da also aufgeschmissen bin, dann hat er das auch zugelassen, aber dann auch, es waren nur 1,5 Stunden, also da war ich wie gewappnet mit. Er redet ja über das, worüber ich mit ihm reden will, redet er ja nicht, nämlich über Gefühle, und das wollte ich bei dem ersten Interview, über Schmerz. Er schreibt über den Schmerz, aber er spricht nie über seinen Schmerz, außer an 2 Stellen, die ich wirklich in Erinnerung habe, in Strahlungen in seinem Tagebuch beim Tod seines Sohnes, wo er notiert, er hat die Eintragung erst am Tag nach, dem er erfahren hatte, dass der Sohn tot ist, eingetragen. Also da ist auch eine Emotion zu spüren. Und beim Tod seines Vaters, wo er sogar schreibt, also eine Träne aus seinem Auge, ich glaube, auf den toten Vater fiel, und dann ist ein poetisches Bild, das ich jetzt nicht im Kopf habe, wie Tau oder so ähnlich. Also sonst, also auch schon sehr stilisiert natürlich, aber sonst schreibt er ja nie über eigene oder spricht nie über eigene Gefühle. Und das war bei der ersten Begegnung mein Versuch, darüber mit ihm zu sprechen, und da hat er, das war schon ein Kampf. Während aus diesem ersten Besuch ja erstaunlicherweise diese Freundschaft entstanden ist, und danach wurde er sehr offen, und auf diesem Film, also da sehe ich doch keine Distanz. Er beantwortet ihn alles. Ja? Man kann nicht genau unterscheiden, ob er es aus Tapferkeitsgründen macht, weil man sich jemanden, der einem klassifiziert worden ist als gefährlich, ja, das in besonderem Maße zu stellen hat. Ja, das war ja da nicht mehr. Das war doch 89, und dieses Video ist von 93. Ja. Ich meine, er ist nun wirklich die Jahrhundertfigur in der deutschen Literatur. Er ist jetzt noch 98. Er wird am 29. März 99. Der ist 1895 geboren. 95 geboren. Ja. Und er sagt mal bei Ihnen, er sei weniger ein Dichter oder so etwas, er sei ein Soldat in erster Linie. Ja, nein. Das ist ja auf dem Band drauf, das lehnt er ab. Er wird ja als Dichter in der Zeit erschienen, die Gespräche mit ihm. Da wurde er als Dichter bezeichnet. Und mir ist von der ersten Zeile an, die ich von ihm gelesen habe, was übrigens sehr spät war, klar gewesen, er ist kein Dichter. So, weil er nicht aus der Inspiration schöpft oder die Sprache, man könnte sagen Schriftsteller, aber er sagt Krieger. Also das Wort Soldat weist er von sich. Krieger im Sinne, heraklitschen Sinne, das Leben ist ein Kampf. Und dem stellt er sich grundsätzlich. Ja, Soldat wäre eine disziplinierte Form des Kriegers. Soldat ist ein rein militärischer Begriff, und er will den ausweiten. Aber es ist auch so, dass er mir bei der zweiten Begegnung, glaube ich, erzählt hat, dass Leute zu ihm, italienische Anhänger zu ihm, Leser gekommen sind und gesagt hätten, junge Menschen, wir kommen zu Ihnen nicht als Leser, sondern als Krieger oder wie war das? Nein, er hat mir erzählt, es hätte ihm ein junger Mensch erzählt, dass er das Erlebnis des Krieges in seinem Leben vermisse. Und also er wird schon als Krieger, lässt er sich bezeichnen. Er hatte ja auch nie den Plan, Schriftsteller zu werden, ne? Sondern das ist ja zufällig aus diesen Tagebüchern, die dann zu ihm Stahlgewittern wurden. Wann sind Sie geboren? Ich 46. 46, also eine ziemliche Generation auseinander. Ja? Mit ihm? Ja. Ja, wenn ich es verdopple, bin ich immer noch nicht bei seinem Alter. Nein. Als ich seine Bücher dann las, in Stahlgewittern las, ich habe das aufrecht im Bett sitzend gelesen. Nicht jetzt als großartig, nicht was immer gesagt wird, dass er so toll für ihn. Das sind die Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg. Ja. Da beschreibt er seinen eigenen, also seine Verwundungen, und beschreibt auch seine Kriegsbegeisterung am Anfang, die aber bei Seite 10 eigentlich schon relativiert wird. Das ist dieses ganz umstrittene Buch über den Ersten Weltkrieg, das als kriegsverherrlichend bezeichnet wird. In Wirklichkeit beschreibt er nur akribisch genau Erfahrungen und auch nicht nur erfahren, sondern er beschreibt zum Beispiel, was mir unvergesslich ist, was man als jemand, der Krieg nicht erlebt hat, er beschreibt genau die Gerüche, die aus Leichen kommen, wie die noch sich bewegen,
obwohl sie schon, also so ganz genau die Vorgänge. Weil sie gedunsen sind, weil das chemische Prozesse sind. Ja genau, weil das chemische Prozesse sind, genau. Das kann man ja, das weiß man, aber so wie er es beschreibt, riecht man und spürt man es. Und dann zitieren Sie mehrfach Arbeit, der Arbeiter. Der Arbeiter. Was ist das? Ja, der Arbeiter, das ist dieses sehr frühe programmatische Werk von ihm. Entstanden. Den Menschen des 20. Jahrhunderts. Den Technokraten des 20. Jahrhunderts beschreibt, wo er sehr genau die Uniformiertheit, die ja dann wirklich eintrat, also es hat wirklich sehr prophetische Stellen, also die, bis zur Physiognomie, das ist mir so in Erinnerung, ich habe das Buch jetzt nicht präsent, aber dass die Menschen physiognomisch, also wenn sie heute in der U-Bahn fahren, sehen sie das, physiognomisch alle gleich werden, also das wird dieser uniformierte Mensch des technischen Zeitalters, den beschreibt er da. Und nennt ihn merkwürdigerweise Arbeiter, was dann zu Missverständnissen führte, das erzählt er, glaube ich, ich weiß nicht, ob es auf dem Video ist, zum Beispiel Spengler hat es dann immer für einen Proleten gehalten. Also es ist nicht der marxistische Arbeiter, nicht? Nein, sondern auch nicht der Industriearbeiter. Gar nicht. Er hat durch eine Industriegesellschaft. Es ist ein Typus. Es ist nur ein Typus, ja. Kein Beruf. Ja. Ja. Warum er den so nennt, ist mir nicht klar. Das hat er erklärt auch nicht. Aber es ist nur dieser Typus des technischen Menschen. Gelegentlich verwendet er dann ja auch das Wort Titan, nicht? Die Titane, die also schon Maschinenmenschen sind, also so. Aber er prophezeit ja dann so im 22. Jahrhundert die Wiederkehr der Götter auch, nicht? Also das ist musische Zeitalter, das er das Goldene nennt, an der Zeitmauer. Also das ist das Buch, das mich am meisten fasziniert hat. Aus dem einen Grund, also um es gleich zu sagen, also ein Bild ist mir da ewig. Welches ist das jetzt? An der Zeitmauer, 59. Da beschreibt er, darum sind so Bücher wie Ende der Geschichte so obsolet, würde ich sagen. Da beschreibt er, dass es Geschichte im Historie nicht mehr gibt, sondern dass wir sozusagen in ein geologisches Zeitalter eingetreten sind. Und ich sage Ihnen nur ein Bild, das mir wirklich geblieben ist. Wenn Sie von außen, von Planeten oder von Flugzeug aus auf die Welt schauen, nachts und die elektrische Beleuchtung sehen, so könnten Sie meinen, das seien geologische Veränderungen, Vulkanausbrüche oder was. Und diese Elektrizität, die er auch im Arbeit oder im abenteuerlichen Herzen schon genau als eine ganz grundlegende Veränderung des Menschen. Die Elektrifizierung. Ja. Beschreibt, ist für ihn schon so der Anfang, dass wir nicht mehr dass die Geschichte im üblichen Sinne, wo Menschen Geschichte machen, vorbei ist, nicht? Dass also sozusagen die Erde geologisch auch verändert wurde, durch Elektrizität, natürlich auch durch Atomkraft. Sodass also die Evolution jetzt nicht weitergeht, indem unsere Kinder anders werden. Nein. Und sich entwickeln, sondern die von uns geschaffenen, von Menschen geschaffenen Attribute wie Computer, sich natürlich. 87. Ja, ja, Generation, ja, ja. Das von hat IBM er schon ganz früh. Und Elektrizität und so weiter, die leben und sterben. Ja, sodass ja. man also Leben und Sterben der Stahlindustrie, das wäre eine Biografie, ja? Ja. Während wir sind sozusagen Anhängsel davon. Und den er Arbeiter nennt, der ist dem sozusagen angeglichen. Ich habe natürlich auf dem Video die Dinge nicht zu Ende diskutiert, weil das ja eine private Begegnung war. Ich dachte, dass er ist auf jeden Fall ein Mensch, das sagt er auch immer wieder, der sich nicht für die Mitte interessiert. Er hat sich immer für die Grenzen interessiert, also für Grenzexistenzen. Auch er selbst, also für die Ränder. Und deshalb, wenn Linker, dann wäre er ein radikaler Linker. Und die Linken waren ihm zu lasch. Und dann bringt er, also er hat sich beim Telefon mir gegenüber mal als Jakobiner bezeichnet, der hat dieses Wort benutzt. Und da habe ich ja dann nachgefragt, was er damit meint. Und ich verstehe das so, dass er eben die Linken, dass sie die reine Lehre nicht bewahrt haben, dass sie sich, also die hätten sich wie die Russen in Stalingrad zurückziehen sollen auf eine Position, wo sie uneinnehmbar sind und sich nicht einlassen in einen Wettbewerb mit dem Kapitalismus. Das so glaube ich. Aber er bringt ja auch sein eigenes Volk hier mit ein. Ja, und sagt, die Bedingung, wenn die Linken wirklich radikal gewesen wären, hätten wir uns mit ihnen verbünden können. Er persönlich hätte, obwohl verbünden ist vielleicht wieder der falsche Ausdruck, weil er sein können. Naja, er sagt, er hat ja diesen Begriff des Anarchen, den er in Eumeswil in dem Roman, glaube ich, prägt, und das kommt ja von Stirner.
Er ist ja sehr... Ach, damit hat er was zu tun. Na, Stirner ist einer seiner Leibautoren. Ach. Diese nicht idealistisch gesehene Welt, die er beschreibt, wie sie ist und er trägt. Es geht ja immer, das ist, warum ich diesen Menschen wahrscheinlich sehr rasch geliebt habe, weil er es erträgt, zu sehen, ohne sich Auswege einreden zu müssen, ohne sich Ideale einreden zu müssen und ohne auch wegzusehen. Er hat ja immer hingesehen. Sehen hier, da zögere mit solchen Verabredungen, dann tue ich das einfach aus Selbsterhaltungstrieb. Ja. Ich komme schon mit meiner Post nicht. Da war er 94. Ich habe jetzt mit diesem Bilbao habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Da ist er Ehrenbürger von Bilbao in Spanien geworden. Sie waren jetzt. Das ist noch nicht wichtig, jetzt kommt er. In Madrid war ich bei Brunos, das ist der unser Botschafter. Nicht? Aber da habe ich mich nur von Bilbao etwas erholt. Mhm. Die haben mich da zum Doktor gemacht. 91, Ehrendoktor. 91 ist er ja noch nach Mauritius gereist, ne? Ach. Ach, der irre Reisen. Ich mache hier keinen Gebrauch von solchen Sachen. Also der, die Anerkennung ist Ihnen nicht wichtig. Diesen Satz, den er oft sagt. Was sagt er? Frank Wedekind, Maggi ist auch berühmt. Maggi. Das wiederholt er dauernd. Das wiederholt er dauernd. Maggi ist auch berühmt. Maggi ist auch berühmt. Ich habe natürlich mir. Jetzt fängt es erst an. Ja, eine. Frage überlegt, mit der ich vielleicht das Gespräch beginnen wollte. Das ist das Einzige, was ich immer festhabe, den Beginn. Sie haben sehr früh den Tod gesucht. Kann man das so sagen? Ja, man könnte sagen, durch kein Helm, vordere Gräben immer. Zum Tode habe als das Übliche, nicht? Ja. Und das bringt mir eben gerade auch sehr viele Leute, denen das nicht angenehm ist, als Kritiker ein. Ja. Weil Sie sagen, der Tod ist ein, also Sie waren neugierig auf den Tod, der Tod ist ein Abenteuer. Ja, ja. Sehen Sie, da hat man mir ja auch zum Vorwurf gemacht, dass ich da mit einer übernatürlichen Neugier die Erschießung eines, eines Soldaten, eines Deserteurs, dass ich der beigewohnt. Mit Überwindung aber. Das beschreibt er in Strahlungen. Die Neugier, die würde sich natürlich noch steigern, wenn es sich um meinen eigenen Tod handelt. Ja, das, wenn das, das ist eine starke Stelle in Strahlungen, wo er sich dann überwindet. Ein Glas Sekt auf den Dach, wenn da einer kommt und sagt, die Leute unten sind mir unangenehm und die oben, die rüberfliegen auf. Ich trinke mit dem Tode ein Glas Sekt, dann ärgert er sich. Ja, obwohl sie ja nur sich selbst in Gefahr bringen, nicht? Und niemand sonst. Also ist gar kein Vorwurf. Das ist die berühmte Stelle. Das ist die berühmte Stelle. Hotel Raphael, auf dem Dach. Auf dem Dach. Und ein Glas. Ein Posten kam. Alle anderen sind in den Keller. Hier oben habe ich allein zu. Ach, Sie durften das gar nicht eigentlich? Nein. Also, ich hatte unten im Unterstand zu sein, der Fuschel. Er war ja im Stab des Befehlshabers für Paris. Das Stülpnagel hieß der. Vielerlei Gründen sehr früh gesucht. Also Sie halten doch diese Sachen für sozusagen ein Fenster in die nächste Welt. Zu was, ja. In eine andere. In eine andere. Es gibt ja eben... Sagen wir mal, es gibt Ausstiege, die gestern war ich, also was ich immer tue, meine Frau, die sieht Schaufenster an, wenn wir in eine Großstadt kommen, ich gehe in die Zoologischen Gärten. Und da dachte ich bei der Ansicht des Zitterales, es gibt Dinge, die ganze Welten öffnen können. Wir könnten ja auch auf einem rein elektrischen System, aber nur dieser eine Fisch hat das. Ja, ja. Oder die eine Pflanze, die Mimose, die hat diesen sensitiven Sinn. Wenn wir den auch hätten, diesen rein pflanzenmäßigen Sinn, dann wären wir vielleicht ganz anders konstruiert. Ja, wir würden nicht so viel zerstören, nicht? Ja, wir haben... Sie sehen ja auch zum Beispiel an der präkolumbianischen Kultur, dass Kulturen möglich sind,
die, an die man überhaupt nicht gedacht hat. Ja. Und so könnten also, wenn wir noch 20 Kontinente hätten, hätten wir in uns die Fähigkeit, die sämtlich mit neuen Göttern und neuen psychischen Einrichtungen auszustatten. Das meine ich mit dem Zitterhaal, nicht wahr? Warum das alles aufschreiben? Ja, ja, warum wird man... Für die anderen? Warum wird man so alt? Nein, nicht für die anderen. Erstmal ist es eine Sache, die man für sich selbst tut, an der andere vielleicht teilnehmen dürfen. Man Was hat es für Sie für einen Nutzen? Könnte es ja auch verbrennen. Ja. Das sagte mir Picasso, ich könnte dieses Bild verbrennen und ich könnte es versiegeln und es wäre doch geschehen. Hat er mit dem Gedanken gespielt, Picasso? Wir haben drüber gesprochen. Ja, ja, ja. Ja, und warum tun Sie es abgesehen von der Veröffentlichung? Was hat es für Sie für eine Bedeutung? Selbst, dass Sie wach bleiben oder ja. Den Geist? Das hat einen Trieb für eine Bedeutung. Es ist ein Trieb. Er hat Sinn, aber... Ja, es ist Trieb. Ich könnte das auch lassen, könnte, wenn, vielleicht wäre es noch besser, man meditierte. Es ist ein Trieb. Dann wäre es überhaupt nicht publik. Aber ich weiß gar nicht, ob Sie sich mit dem Buch Die Schere mal beschäftigt haben. Ich habe es ja als Fahne gelesen, bevor wir uns das letzte Mal trafen. Ein Fahrplan bis ins 22. Jahrhundert. Ja. Eben das großartige Gedicht von Hölderlin, da wird es ja gesagt, dass die Zeit der Eisernen kommt. Der Dichter spielt keine Rolle mehr, er muss sich zurückziehen, aber dann kommen die Göttlichen wieder. Das ist Schopenhauer durchaus pessimistisch, denn er sieht die Titanen auch kommen, aber es ist ihm unangenehm. Sie haben mir letztens am Telefon gesagt, das habe ich eigentlich nicht ganz verstanden, dass Sie sich als Jakobiners verstehen und nicht als... Nein. Ich bin der Meinung, dass wir, ich bin nicht gegen die Linke, ich bin der Meinung, dass wir eine zu schwache Linke immer haben. Ja, und da haben Sie dann gesagt... Die Jakobiner, die haben gleich die nationalen Interessen vertreten. Infolgedessen hätte ich natürlich mit den Kommunisten gemeinsame Sache gemacht, 1919, wenn die gesagt hätten, gut, wir verbinden uns jetzt mit Lenin, wir ziehen uns zurück bis nach Sibirien, dann werdet ihr mal sehen, dann werdet ihr das Schicksal erleiden, was Napoleon der Erste erlitten hat, nicht wahr? Stattdessen haben sie diese ungeheuren Reparationen gezahlt und so weiter und so weiter. Und bis heute? Das hat der Hitler eben doch, und das ist ein Teil seines Erfolges, dass er gesagt hat, mit dem Versailler Frieden machen wir Schluss. Das hat ihm eben eine große Zahl von guten Leuten den Zulauf, die dann allerdings sehr bald, wie auch Heidegger, die dann abgeschreckt wurden durch diese Kristallnacht und ähnliche Dinge. Naja, aber viel früher abgeschreckt wurden Sie ja, das ist mir ja, also ich meine, der Heidegger war ja, Sie waren ja nie... Mir ja auch vorgeworfen, ich hätte da ein rein ästhetisches Verhältnis gehabt, aber da muss ich die Gegenfrage stellen. Sie haben zu allem ein rein ästhetisches... Gibt es nicht einen Punkt, wo sich Moral und Ästhetik treffen, nicht wahr? Ja, wo ist der Punkt? Da müsste man Leibniz fragen und seine Monade. Das sind beide die psychischen und die materiellen Sachen. Ich weiß gar nicht, was Moral ist. Was ist Sie? Moral? Ich weiß es nicht. Naja, darum kann ich nie diesen Punkt finden. Das ist Stendhal auch schon, dass die Moral eben mit den Kulturen und mit den Breitengraden schon wächst. Es gibt doch nur Phänomene. Eben. Und Sie sind ich kann mich überhaupt nur noch dran halten, dass hier ein Glas steht und dass da Cognac drin ist. Aber unter dem Äquator kann man eben nackt gehen, nicht wahr? Ja, und aber auch nicht mehr. Das kann jetzt ich auch. Nicht mehr, weil eben die Gestalt des Arbeiters auch dahin übergegriffen hat, wenn die Leute sich jetzt Schlips einziehen wollen und ähnliches. Naja, aber und Sie, also gut, Sie sagen jetzt, also das ist wieder so eine philosophische Formulierung, dass sich Moral und Ästhetik in einem Punkt trifft. Das ist aber sehr wichtig. Wozu? Wozu muss man das? Dass es eine Perfektion gibt,
die sowohl moralischen wie ästhetischen Ansprüchen genügt. Ja, das glauben Sie. Ah. Das kann man glauben. Das ist klar. Ihnen sind die Leute so gleichgültig, dass sie zu Ihnen nett sind. Ja, ja, das hat mich dann doch gerührt manchmal. Gerührt, wenn jemand anderer das merkt? Ja, weil ich meine, so sind ganz simple Sachen, wenn da einer in dem schlimmen Winter 1917, da gab es ja nur Steckrüben. Und eines Morgens komme ich in meinen Unterstand, da liegt so eine lange Metros, liegt da. Und da sage ich, Finke, wo ist die Metros her? Ist von einem Mann aus der Kompanie, der nicht genannt werden möchte. Er selbst aber war ein Westfaler. Ja, das ist rührend. Das ist rührend. Wissen Sie übrigens, dass Montherlant sich, haben Sie das mal gelesen, wie Montherlant sich erschossen hat? Ja, ich weiß es, ich weiß es nicht mehr. Habe mal ein, unter meinen Aberschüsses eins, der Selbstmord gehört zu unserem Kapital. Ja, ja. Das ja. Halte ich für sehr wichtig, dass man immer noch eine Reserve hat. Nicht? Und da hat ja der Rosenberg... Was hat der gemacht, der Montherlant? Er hat sich erschossen, aber der Rosenberg hat damals, es wäre schade, dass der Autor von seinem Kapital keinen Gebrauch machte. Karl Rosenberg in seiner Zeitschrift. Nun gut. Über Sie, ja, das war das, haben Sie, das war ja das Schlimmste. Er hat sich erschossen und da hat er, Jünger hat er geschrieben, Le Suicide et notre, und dann kommt nur ein großer Blutfleck. Das hat mir ein Englischer. Das ist übrigens publiziert. Wie ist das technisch möglich? Links die Pistole und rechts geschrieben? Naja, da wird er wohl. Achso, er hat abgesetzt und geschossen. Ich nehme an. Ja, ja. Er hat den Satz nicht beendet. Mhm. Und stattdessen ist nur ein Blutfleck da. Naja, Selbstmord kommt für Sie als Soldat nicht in Frage. Nein, das ist... Stimmt's? Aber schauen Sie, was ich Sie fragen wollte. Ich habe ja damals in der Zeit eigentlich zynischerweise, man bezeichnet Sie ja dann als Dichter. Ah. Sie selbst sich ja nicht. Nein, ich bezeichne mich nicht so. Sondern als was? Nur als Autor, ich bin auch kein Schriftsteller. Als Autor? Etwas Selbstständiges leistet mich. Ich glaube mich zu erinnern, dass Sie zu mir gesagt haben, Sie bezeichnen sich bis heute als Soldat. Nein, Soldat könnte ich nie gesagt. Wie Krieger könnte ich. Krieger? Sagen, ja. Also nicht, auch nicht Schriftsteller. Tut sich aber auf sehr verschiedenen Feldern dann vielleicht. Ja. Also der, das ist doch eine, ein sehr weiter Begriff, Krieger. Ja, ja, natürlich. Wollten Sie das, also das hat ja nun mit Dichter... Aber Sie kennen, von wem ist das, wie Sie kennen? Denn ich bin ein Mensch gewesen und das heißt ein Kämpfer sein. Der Goethe weiß nicht. Das hat nun mit Dichten nichts zu tun. Aber zum Kampf brauchen Sie ja Gegner. Gut, die haben Sie. Aber auf die lassen Sie sich nicht ein. Eben. Wissen Sie, was ich ja irgendwie schwer begreife, warum Sie immer noch zu... Sie haben mir erzählt, Sie waren da wieder bei irgendeinem Veteranentreffen in Frankreich vor einem Jahr oder was? Sind ja, ich bin doch überall der Älteste jetzt. Infolgedessen bin ich ja der älteste Fremdlegionär. Ja. Und das Regiment Nummer 2, das hatte... So und so viel das Jubiläum, die fingen ja an, den Maximilian von Mexiko zu verteidigen und so weiter und so weiter. Ja, ja. Und da haben sie mich eingeladen. Und dann musste der jüngste Legionär, der eben eingetreten war, dem musste ich die Fahne überreichen, in ihm. Das war eine ganz große Sache. Jetzt wollte ich Sie schon fragen, warum Sie das machen, aber das brauche ich nicht mehr fragen. Sie ja. Freuen sich wie ein Kind über sowas. Ja, aber nicht, ich meine, das ist eine Kuriosität. Ja. Ich sage,
die haben mir ja geschrieben, also ich sollte da kommen. Und da habe ich ihnen geschrieben, na hört mal, ich bin da nicht ein Vierteljahr gewesen, davon habe ich noch 14 Tage im Loch gesessen. Als Maximilian erschossen wurde? Nein, das nicht, sondern als ich 1913 von der Schule weggelaufen bin, da, bis mein Vater mich dann zurückholte, und da habe ich also 14 Tage im Loch noch gesessen. Da bin ich auf kein Vorbild, ich werde nicht kommen. Ein halbes Jahr, glaube ich, haben Sie geschrieben, wir laden Sie zwar als Legionäre ein, wir laden Sie aber im Grunde ein als den Autor von Le Coeur Aventurieux, des abenteuerlichen Herzen, und dazu gehören Sie zu uns. Und Gott sei Dank war da ein Fabrikant in der Nähe, der hatte ein Flugzeug da in Wirflingen. Mit dem bin ich in 2 Stunden hingeflogen. Und dann hatten sie also vor einer Kaserne, hatten sie eine riesige weiße Wand, und da war links war mein Bild. Mein Vater telegrafierte, er lässt sich fotografieren. Und das existiert noch. Das war links, und rechts war mein Bild, wie es jetzt ist. Und da war steht die Papa, naja, das sind Witze. Witze? Und das sind Witze. Und da wurde ich dann auch gefragt, und da sagten die französischen Journalisten, was war denn nun in diesem Ersten Weltkriege Ihr schrecklichstes Erlebnis? Was werden Sie denn da gesagt haben? Warten Sie mal. Was war Ihr schrecklichstes Erlebnis? Ich denke, das muss ich jetzt wirklich scharf nachdenken. Dass Sie nicht gestorben sind. Nein, ich sagte, dass wir ihn verloren haben. Irgendeinmal hat irgendeiner was einen klugen Satz gesagt, und über diesen einen klugen Satz hinaus gibt es nichts mehr. Das ist ja richtig. Wahrscheinlich ist der einzige E von Sokrates, der dieser berühmte, man weiß, dass man nichts weiß. Wir wissen, dass wir nichts wissen, darüber geht doch nichts hinaus. Und dann, bei mir ist das der eine und der zweite Wittgenstein, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Und da man über alles aus diesem Sokrates-Satz nicht reden kann, braucht man nur den Satz von Sokrates, wir wissen, dass wir nichts wissen, und den Satz von Wittgenstein und alles andere. Alles andere ist, dann kann man noch von Pascal dazwischen nehmen, alles andere ist Zerstreuung, um es zu ertragen. Sie schreiben aus Zerstreuung, statt, ich meine, wenn jetzt Krieg wäre, dann, aber Sie haben ja selbst im Krieg Tagebuch geschrieben, im ersten auch. Sie haben ja noch an der Front selbst zum Das ist ein Trieb, Sie haben es gesagt. Ich habe das anscheinend auch für wichtig gehalten, als ich verwundet war, und einer hatte mir die Kartentasche, da bin ich ja zurückgegangen nochmal, wo sie alle noch übereinander herfielen, habe meine Kartentasche geholt. Ja. Die Karten, da waren die Tagebücher drin. Ja, das Laufende, die besitze ich, nur 14 Tagebücher. Also die dann zu Stahlgewittern wurden? Ja, ja. Das hätten Sie fast verloren. Hätten Sie fast einen Teil. Aber ich hatte gerade während des großen Angriffes am 21. März 1918, da hatte ich das verloren. Aber also das hielten Sie für wichtig? Anscheinend. Um, sagen Sie mir doch mal. Für die Nachwelt? Oder? Nein, das bestimmt nicht. Ich halte ja vom Nachruhm auch gar nichts. Nein, das muss ja nicht Nachruhm sein. Man kann ja nun aus Liebe, was weiß ich, damit die Leute was wissen, obwohl es blöd bleibt trotzdem. Aber gut. Na, für was war das? Weil, komisch. Gut, ich meine, ich würde natürlich auch. Tagebuch ist auch eine Literatur, die erstmal jeder kann Tagebuch schreiben. Und ein Tagebuch, wenn das 100 Jahre alt ist, wird es schon sehr wichtig. Und ich ging da mal für die Nachwelt spazieren im Überlinger Forst, im Wilflinger Forst,
traf einen Holzarbeiter und der sagte, der Stauffenberg, der hat mit dem Sichmaringer Flüssen, hat er das mal getauscht, aber meine Großväter, die haben schon vor der Morgensuppe oder bei dem Fürsten zur Morgensuppe dieses Waldstück geschenkt. Ja, wenn das in einem Tagebuch steht, dann hat man doch gleich, aha, damals gab es noch keinen Kaffee, da gab es eine Morgensuppe und so weiter. Und? Ich meine, alte Briefwechsel, alte Tagebücher, die werden an sich wertvoll, die werden dokumentarisch. Werden Sie dann irgendwie, wenn Sie, falls ich Sie überlebe, auf mich runterschauen oder was, oder wie? Oder nichts? Sehen wir uns dann nicht, ja, oder sehen wir uns? Jean Blanc mal gesagt hat, im Augenblick des Todes tritt man in die Substanz der Geschichte ein. Substanziell, ja, werde ich natürlich. Den müssen wir mal fragen, unter gewissen Stichworten. Ja, nein, ich glaube, dass einfach, dass Menschen in gewisser Weise nicht ertragen, dass so Leute einen anderen, nämlich Sie, der auskommt ohne Ideologie. Das ertragen Sie nicht, weil Sie selbst eine zum Leben brauchen. Sie sind da, weil Sie eben nicht pragmatisch denken, wie zum Beispiel Herr Benck in Deng Xiaoping. Der sagte, mir ist egal, ob ein Huhn schwarze oder weiße Eier legt, Hauptsache, dass sie gut sind. Das ist eben eine Anekdote, die in dem dritten Band 70 verweht beschreibt. Er war in Singapur und hat mit einem chinesischen Professor gesprochen. Dieser chinesische Professor hat ihm einen Satz von Deng Xiaoping. Deng, ja. Deng. Also es steht im Tagebuch steht nur Deng, aber das ist natürlich Deng Xiaoping. Ja. Der hat ihm das erzählt. Und der hat das gesagt. Der hat das gesagt mit den schwarzen Eiern. Sie haben ja dieses Bild der Menge von Schmerz, von Gewalt, die immer gleich bleibt. Ne? Nur die Verteilung ist die Frage. Ja. Das ertragen, die Gedanken ertragen. Die Universum verliert nicht. Nein. Das missversteht er jetzt etwas. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich mit dem Buch Die Schere mal beschäftigt haben. Ich habe es alles nicht. Ich habe es hat er mir ja geschickt. Bevor wir uns das letzte Mal ein Fahrplan bis ins 22. Jahrhundert. Ja. Er spricht von einem Fahrplan der Ereignisse, den er beschreibt. Prophetisch, ja. Also er sagt ja dieses musische Zeitalter voraus, dass dann die Dichter werden wieder wichtig. Also das ist aber alles erst in seiner zweiten Lebenshälfte, dieser Optimismus, dieser mir zu... Er befasst sich wirklich mit dem 21. und 22. Jahrhundert. Ja, er spricht ja auch diese Zeitalter des Wassermanns, also diese, ich glaube, chinesischen, oder was? Sind es doch die Einteilungen. Also er spricht ja, wir sind jetzt im Zeitalter. Sind doch alles nur Worte. Ja, ja, er hat diese... Das ist etwas, was ich nicht... Was ich etwas lächerlich finde. Was? Naja, dieses prophetisch, ich meine, ich, aber sympathisch. Das ist dieses prophetisch. Deswegen setzen Sie ihm jetzt auch zu. Na gut, ja? Aber nicht, wie Sie sagen, provozierend, sondern. Das ist auch eine schöne Stelle. Da beschreibt er Gefühle nämlich, was ihn rührt. Sehr ungern, wenn Sie sagen, 6.15 Uhr oder was. Sie müssen um 6 Uhr den Dienst haben, Sie machen da immer solche Geschichten. Im Ersten Weltkrieg. Das stimmt gar nicht, das sagt mir ein. Naja, gut. Und, aber ich habe dann gesehen, habe ein herzliches Verhältnis zu den Leuten. Frage mich, warum? Ich habe mich eigentlich... Weil Sie keinen Moralist sind. Wenig um die gekümmert. Weil die Gleichgültigkeit ist ja immer mit Herzlichkeit verbunden. Das ist jetzt böse, Sie, aber stimmt. Sage, nehme ich an. Für jetzt kommt diese Metwurst-Geschichte, die ist gut, wie gewöhnlich er dann in den Gefühlen sagen, ist. Ich habe eben in der Mitte wenig zu suchen, infolgedessen fiel mir in seiner Kompanie ganz schlechten auf und die ganz guten. Ich meine, in ihrem. Die Randexistenz. Die irgendwas leistet, die irgendwas. Er hat ja auch über das Verbrechen so interessante Sachen, das fällt mir jetzt ein. Was hat er da gesagt? Also er lehnt ja ab, dass man Verbrecher als Kranke
bezeichnet. Denn die Verbrecher sind Stellvertreter des Bösen und die muss es geben. Und wenn man denen die Würde des Verbrechens nimmt, dann kommt es auch an irgendeiner anderen Stelle fürchterlich heraus. Nicht? Also als gegen diese, er sagt, ein Mörder muss man einen Mörder, das schreibt er im Abenteuerlichen Herz in der ersten Fassung, über die, dass man das alles therapiert und nicht also das Böse an seinen Platz lässt. Nicht? Denn er unterscheidet die soziale von der dramatischen Welt. Nicht? Also es, und diese soziale Welt ist natürlich das von Übel, was man ja sieht, weil das dann die dramatische Welt ist eine tragische Welt. Ja, das ist nicht die Welt auf dem Theater, nein, das ist die Welt des Jahrhunderts, der Jahrhunderte. Das ist die Welt, in der ein Verbrecher noch ein Verbrecher ist, ein Leiden noch ein Leiden ist und nicht und ein Unglück ein Unglück und nicht alles krank und alles eben gestützt, gefesselt, versorgt. Das ist seine Frau, die Sie wollen am Abend seine zweite Frau, die nennt er Stierlein. Stierlein. Stierlein, ja, die ist Archivarin vom Beruf gewesen und da hat er mir doch dann also über Frauen könnte man noch viel reden. Die ist 20 Jahre jünger als er ungefähr. Und die erste, die war ja eine Adelige von Offizierstochter. Die Kinder hat er nur von der ersten. Ne? Also jetzt hat er ja keine mehr. Sind beide, ich war Tochter, glaube ich, hat er nicht. Bin ich jetzt nicht sicher. Er hat es mir gegenüber am Telefon, als der Sohn noch lebte. Sind Sie dann gespannt, verspannt, wenn Sie da so sitzen? Ja, sind Sie da aufgeregt? Sie sitzen sehr aufgeregt. Na, hier bin ich nicht aufgeregt. Nein. Hier denke ich immer nur, mein Gott, jetzt, das Video wurde im letzten Moment, jetzt muss ich schauen, dass was drauf ist. Ich war ja nicht eingestellt, ich war auf eine private Begegnung eingestellt. Vor allen Dingen bin ich noch nicht 98. Bin ja erst, was bin ich jetzt? 97. 98, ja. Muss ich ja erst mal 98 werden. Wieso? Ja, das sagt der Selin, hat zu mir mal gesagt, ich führe den Tod immer in meiner Handtasche bei mir, in meiner Aktenmappe bei mir. Kann doch jeden Augenblick. Ja, aber erlebt man doch immer wieder.